Das traditionelle Adventkonzert in Triboswinkel zählt stets zu den ganz großen vorweihnachtlichen Events im Ort. Mit der Unterstützung eines weiteren Chors entstand eine ganz besondere Atmosphäre, die die vielen Besucherinnen und Besucher begeisterte. Das Schöne ist, wenn man Werte hat, an die man festhalten kann und die man weitergeben kann. Und die Gemeinschaft und das gemeinsame Singen ist eigentlich das, was uns unseren Chor ausmacht und ja, besonders macht auch. Und so lud die Singgruppe Triboswinkel zum Kirchenkonzert in die Pfarrkirche. Eine friedvolle Einstimmung auf Weihnachten und die stillsten Tage im Jahr. Es ist ein gemischtes Programm, wobei ich jetzt sage, es sind nicht diese üblichen Weihnachtslieder, die man überall hört, auch im Radio oder im Fernsehen hört, sondern es sind wirklich ausgesuchte Adventlieder aus der Vorweihnachtszeit. Viele Festmessen werden von der Singgruppe Triboswinkel mitgestaltet. Wir haben in Dreiskirchen über 100 Vereine und da sind auch einige Singvereine dabei. Und ich finde, jeder Verein ist wichtig und jeder Verein bietet Gemeinsamkeit, bietet Aktivität. Als Gastchor auch diesmal mit dabei der Evangelische Musikkreis Dreiskirchen. Wir haben vor einigen Jahren einmal gemeinsam wieder gesungen und im Sommer hat es mir erreicht, die Frau Opferer des Triboswinkler Musikkreises, und wir singen heuer wieder ein gemeinsames Konzert. Es wird aber auch für den guten Zweck gesammelt, diesmal für den Behindertenverband Ortsgruppe Dreiskirchen. Wir werden die Spenden dem KOBV Dreiskirchen übergeben, der dann immer wieder schaut, wem man jetzt damit unterstützen kann. Ich finde es schön, das ist eine Einstimmung auf die Adventszeit, Einstimmung auf Weihnachten. Die Vereine, die Chöre haben lange dafür geprobt und zeigen uns das heute, und es ist wirklich toll. Dass sie sich wirklich auf den Sinn des Weihnachtsfestes sozusagen, also dass sie sich auf den besinnen, was ist eigentlich das Weihnachtsfest selber, und dass es nicht nur um Geschenke geht, sondern dass es wirklich um die Liebe in der Familie und in der Gemeinschaft geht.